Mit The Blair Witch Project erschien 1999 einer der ersten Found-Footage-Filme, der das Genre nachhaltig prägte. Dieser Horror-Meilenstein entstand unter sehr speziellen Bedingungen und wurde durch eine virale Marketingkampagne zum Riesenhit. Heute möchte ich euch daher die spannende Entstehung von The Blair Witch Project vorstellen, auf die Geschichte der Sequel-Filme von 2000 und 2016 blicken und euch alle Infos zum neuesten Teil verraten. Die Idee zu The Blair Witch Project entstand 1993. Die Filmstudenten Daniel Myrick und Eduardo Sanchez stellten fest, dass Dokumentationen und Beiträge über paranormale Erlebnisse viel gruseliger sind als die damals üblichen Horrorfilme. Zu dieser Zeit erschienen viele Horrorfortsetzungen wie Armee der Finsternis, Puppet Master 4 oder Filme wie Leprechaun. Die beiden bevorzugten jedoch eher den psychologischen Horror von Filmen wie The Shining oder Der Exorzist. Der Name ihrer Produktionsfirma Hexenfilms gab die Richtung vor. Denn der Titel wurde vom skandinavischen Hexan inspiriert, den ich euch bereits in meinem Video über die Geschichte des Teufels im Horrorfilm vorgestellt habe. Als nächstes veranstalteten sie ein Casting, um drei völlig unbekannte Darsteller zu finden. Dabei war ihnen besonders wichtig, dass die Vorsprechenden gut improvisieren konnten und kein Problem damit hatten, über längere Zeit im Wald zu campen und sich gruseligen Dingen auszusetzen. Ursprünglich sollten drei Männer für die Geschichte besetzt werden, die im Wald verloren gehen. Darstellerin Heather Donahue überzeugte beim Casting jedoch so sehr, dass sie eine Hauptrolle als Filmemacherin geschrieben bekam, die mit ihren zwei Assistenten eine Dokumentation filmt. Der Cast war gefunden und mit einem Budget von nur $20.000 begann der Dreh. Später kamen noch etwa $600.000 für die Postproduktion und 25 Millionen für das Marketing hinzu, aber dazu später mehr. Bevor es losging, mussten die drei dem Team offiziell in einem Dokument erlauben, beim Dreh mit ihrem Verstand spielen zu dürfen. Jeder Figur wurde dann ein bestimmter Charakterzug vorgegeben. Heather sollte alles möglichst obsessiv filmen. Mike sollte die Gedanken des Publikums repräsentieren und Josh sollte immer wieder für Frieden in der Gruppe sorgen. Danach bekamen sie ein Dokument in die Hand gedrückt, das auf 35 Seiten die Mythologie der Blair Witch beschrieb. Das war's, denn es gab kein Skript und alle Sätze, die wir von ihnen im Film sehen, wurden improvisiert. Sie wussten fast nie, was als nächstes beim Dreh geplant war und wurden immer wieder von neuen Überraschungen erschreckt. Als Heather am Set ankam, fragte sie übrigens als erstes, ob das Ganze ein Snuff-Film wird. Denn aufgrund der ungewöhnlichen Drehbedingungen hatte sie ziemliche Angst davor. Wie wurde das Ganze denn nun gedreht? Die drei wanderten die ganze Zeit allein durch den Wald, während die Crew sie versteckt im Wald begleitete. Auf einem GPS-Gerät erhielt das Trio täglich Koordinaten, mit denen sie eine Kiste finden konnten. Darin befanden sich grobe Anweisungen für den Drehtag, frische Bänder für die Kameras, Snacks und Getränke. Zum Ende des Drehs befand sich jedoch immer weniger Nahrung in der Kiste. Täglich nur ein Müsli-Riegel, ein Stück Obst und ein Wasser. Am Ende des Tages packten sie ihr gedrehtes Filmmaterial in die Kiste, damit die Regisseure es direkt sichten konnten. Der Dreh dauerte nur 8 Tage. Das Sichten und Schneiden dieser Masse an Material übrigens 8 Monate. Danach schleppte die Crew das ganze Zeltequipment an einen neuen Ort und teilte das GPS-Signal mit den dreien. Während der Drehtage blieben sie möglichst in ihren Rollen. Falls sich jemand gezwungen sah, aus der Rolle zu fallen, wurde abgemacht, dass alle drei zuerst das Codewort Taco sprechen. Um zu garantieren, dass die drei sich im Wald nicht verlaufen, standen sie außerdem über Walkie-Talkies in Kontakt mit der Crew. Dennoch verliefen sie sich ganze 3-mal und die Reaktionen dazu im Film sind nicht gespielt. Oh Gott! No. Oh, no. You gotta be kidding me! It's a joke! Auch ein Großteil der anderen Reaktionen war authentisch. Dadurch, dass sich die Filmcrew versteckt hielt, die drei so in ihren Rollen waren und täglich durch den Wald wandern mussten, fühlte sich alles unheimlich echt an. Außerdem fand die Crew viele Wege, um dem Ganzen nachzuhelfen. Da die drei nicht wussten, dass ihr Zelt nachts von der Crew angegriffen wird, hatten sie ernsthafte Angst um ihr Leben. Für Mike-Darsteller Michael C. Williams war die Szene mit den plötzlichen Kinderstimmen der schlimmste Moment des Drehs. Dabei handelte es sich eigentlich um Aufnahmen von Kindern, die die Crew über 3 Boomboxen abspielte. Oh,
Aber wer hat das Ganze gefilmt? Auch das mussten die drei zum Großteil selbst in die Hand nehmen. Josh-Darsteller Joshua Leonard hatte anfangs jedoch Probleme, die 16mm-Kamera zu fokussieren, weshalb eines der Interviews extrem unscharf ist. Interessant ist auch die ikonische Szene von Heather, die für das Cover genutzt und später parodiert wurde. Denn eigentlich wollte sie einen größeren Bildausschnitt wählen, zoomte aus Versehen jedoch zu sehr rein. Doch selbst wenn die Kameraprofis manchmal übernahmen, passierten Fehler. Denn ursprünglich sollte die Blair-Hexe kurz im Film zu sehen sein. Als die Charaktere an einer Stelle panisch aus dem Zelt rennen, sollte der Kameramann eigentlich nach links schwenken, damit man die in weiß gekleidete Hexe in der Ferne sieht. Da der Kameramann das aber vergessen hatte, wurde die Szene nicht neu aufgenommen. Bevor wir zur Geschichte von The Blair Witch Project kommen, will ich euch noch zeigen, wie die Stimmung der Gruppe war, nachdem es täglich nur noch eine kleine Essensration gab. Endlich bin ich mal durchgekommen. Ich wollte mal fragen, wie euer Campingtrip denn so läuft. Hi. Ja, am Anfang war es noch okay, aber ich habe jetzt so einen mega Hunger. Wir haben einfach gar nichts mehr zu essen. Das klingt ja mega übel. Warum habt ihr euch nicht einfach von HelloFresh eine Box dahin liefern lassen? Oh, stimmt. Das wäre tatsächlich eine gute Idee gewesen. Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen, ich muss los. Auch wenn man nicht die größten Kochskills hat, gibt es bei HelloFresh jede Woche eine riesen Auswahl an kreativen Rezepten, die man problemlos nachkochen kann. Bisher war jedes Rezept immer richtig lecker und ich liebe es, dass ich dadurch nicht einkaufen und keine Lebensmittel schleppen muss. Ich probiere gerne kreative Rezepte aus, habe aber keine Lust, eine lange Zutatenliste dafür einzukaufen, wo ich ganz genau weiß, dass ich die nie wieder benutze. Daher ist es richtig cool, dass man bei HelloFresh genau die Menge bekommt, die man für das Rezept braucht. Probiert es einfach mal mit meinem Gutscheincode HelloHorror aus und sichert euch einen großen Rabatt auf eure Bestellung. Neukunden kriegen außerdem ein Jahr lang gratis ein leckeres Dessert zu ihrer Bestellung dazu. Kommen wir zur Geschichte des Films. The Blair Witch Project startet mit dem Hinweis, dass 1994 drei Filmemacher in der Nähe von Burkittsville verschwunden sind. Ein Jahr später wurde ihr Material gefunden. Wir sehen, wie Heather, Mike und Josh sich auf den Weg nach Burkittsville, Maryland machen, um eine Dokumentation über die Blair Witch-Legende zu filmen. Sie interviewen ein paar Bewohner zum Thema und erfahren etwas über den Einsiedler Rustin Parr, der im Wald gelebt und dort 1940 7 Kinder verschleppt und getötet hat. Während immer ein Kind in der Ecke stehen musste, wurde das andere getötet. Das Trio begibt sich in den Wald und trifft dort zwei Fischer, die sie warnen, dass es dort spukt. Einer erzählt ihnen die Geschichte des jungen Mädchens Robin Weaver, die 1888 plötzlich vermisst wurde. Als sie 3 Tage später zurückkam, berichtete sie von einer alten Frau, dessen Füße nie den Boden berührt haben. Die Kleine kehrte zwar zurück, aber jetzt wurde der Suchtrupp vermisst. Wochen später fand ein zweiter Suchtrupp die Männer am Coffin Rock, die seltsame Symbole am Körper hatten. Als man die Leichen begraben wollte, waren sie plötzlich weg. Unsere drei besuchen den Ort und wandern weiter. Sie zelten zum ersten Mal im Wald und finden am nächsten Tag einen alten Friedhof mit 7 kleinen Steinhaufen. Nachts hören sie das Geräusch von brechenden Ästen. Am nächsten Tag können sie ihr Auto nicht mehr finden und müssen erneut im Wald übernachten, wo sie erneut das Geräusch hören. Außerdem wurden 3 Steinhaufen um ihr Zelt gebaut. Als Heather merkt, dass auch noch die Karte weg ist, gesteht Mike, dass er sie aus Frustration weggeschmissen hat. Ein großer Streit bricht aus und die drei sind sichtlich verzweifelt. Mit Mikes Kompass orientieren sie sich Richtung Süden. Sie finden komische Stockfiguren und hören nachts Kinderstimmen. Als irgendwer wie wild an ihrem Zelt rüttelt, laufen sie panisch in den Wald. Nachdem sie zurückkehren, ist das Equipment von Josh plötzlich voller Schleim. Als sie am nächsten Tag weiter wandern, stellen sie fest, dass sie unwissentlich im Kreis gelaufen sind. Und am nächsten Morgen ist Josh plötzlich weg. Und in der Nacht hören sie seine Schreie, können ihn aber nicht finden. Heather und Mike vermuten, dass die Hexe die Schreie lediglich imitiert, um die beiden aus dem Zelt zu locken. Am nächsten Tag findet Heather ein Bündel mit Zähnen, Blut und anderen Körperteilen drin, sagt Mike jedoch nichts davon. Nachts nimmt sie die bekannte Szene auf und entschuldigt sich bei den Familien der drei, dass sie diese Idee hatte. Mike und Heather hören erneut Joshs Schreie, die sie zu einer verlassenen Hütte mit dämonischen Symbolen und blutigen Handabdrücken von Kindern locken. Mike sucht im Keller nach Josh, wird jedoch attackiert und lässt dadurch seine Kamera fallen.
Heather filmt Mike, der nun in einer Ecke des Kellers steht, während sie ebenfalls von einer Kraft angegriffen wird und ihre Kamera fallen lässt. Damit endet der Film. Das Witzige dabei, zu diesem Zeitpunkt hatten die drei keine Ahnung, dass die gesamte Legende um die Blair Witch fake ist und die beiden Regisseure sich alles, inklusive dem 35-seitigen Büchlein, ausgedacht haben. Auf den Namen der Hexe kamen sie, weil Eduardo Sanchez' Schwester die Blair High School besuchte, wie sie auch im Film erzählt. Ursprünglich sollte nach der Hüttenszene noch ein großer weiterer Teil im Film folgen. Der zeigt, wie das mysteriöse Verschwinden der drei Studenten in den Nachrichten aufgegriffen wird. Es sollte eine Suche und Interviews mit den Angehörigen geben. Doch am Ende wirkte der Teil zu geskriptet, wurde komplett gekickt und teilweise für die Marketingkampagne genutzt. Und zu der kommen wir jetzt auch. Noch bevor The Blair Witch Project erstmals am 25. Januar 1999 auf dem Sundance Film Festival präsentiert wurde, war der Film bereits berühmt-berüchtigt. Für 1,1 Millionen Dollar kaufte Artisan die Produktionsfirma und erwarb damit auch die Rechte am folgenden Sequel, Book of Shadows Blair Witch 2. Der erste Film konnte insgesamt 250 Millionen Dollar einspielen und bekam dadurch einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde für das höchste Verhältnis aus Budget und Einspielergebnis. Interessant dabei ist, dass Miramax damals ablehnte, da Executive Producer Jason Blum nicht daran glaubte, dass der Film erfolgreich wird. 2007 produzierte dieser den ebenfalls sehr erfolgreichen Found-Footage-Film Paranormal Activity. An nur drei Wochenenden wurde die gesamte Marketingkampagne geplant, die einen viralen Hit zu einer Zeit landete, als es so etwas eigentlich noch nicht gab. Das Internet war zu der Zeit noch relativ jung und Social-Media-Plattformen, wie wir sie heute kennen, nicht existent. Das Team setzte alles daran, um den Eindruck zu erwecken, dass die Geschehnisse wirklich passiert sind und die drei Studenten vermisst werden. Bereits ein Jahr vor Filmrelease ging eine Homepage online, die jede Menge Hintergründe zur Dokumentation lieferte. Diese ist mittlerweile zwar offline, ich habe euch jedoch einen Link zur Seite aus dem Archiv verlinkt. Hier gab es detaillierte Berichte zur Suche und O-Töne der Familienmitglieder, die ursprünglich im Film vorkommen sollten. Darüber hinaus waren Heather, Mike und Josh angewiesen, vor Release des Films nicht in der Öffentlichkeit aufzutreten. Das Team druckte außerdem Vermisstenanzeigen für die drei und beteuerte in Interviews, dass das Filmmaterial echt ist. Da es damals noch sehr viel schwieriger war, jemanden ausfindig zu machen, ging der Plan auf und ein Großteil der Leute glaubte, dass es sich bei The Blair Witch Project um echte Aufnahmen handelt. Doch so beeindruckend diese ganze Aktion ist, gab es auch Leidtragende. Denn immer mehr Menschen pilgerten in das eigentlich ruhige Dörfchen Burkittsville, Maryland, stohlen Straßenschilder und zerstörten Grabsteine auf dem Friedhof. Der Andrang war so groß, dass der Polizeischutz erhöht und eine Ausgangssperre verhängt werden musste. Nach der Premiere des Films wurde der Mythos um die Blair Witch-Legende auf Fanseiten und Messageboards nach und nach entlarvt. Die Lage im Dorf beruhigte sich und Heather zeigte sich der Öffentlichkeit in einer Late-Night-Show. You can create these characters and you can take them anywhere you want to go because video is cheap. Nach diesem Riesenerfolg ist es wenig überraschend, dass bereits ein Jahr später mit Book of Shadows Blair Witch 2 eine Fortsetzung erschien, die jedoch nicht mehr im Found-Footage-Stil gedreht wurde. Die Regie übernahm diesmal Joe Berlinger, der später beispielsweise den 2019er Film über Bundy und eine Dahmer-Netflix-Doku übernahm. Zusammen mit Co-Writer Dick Beebe konzipierten sie Blair Witch 2 als psychologischen Thriller, der Massenhysterie thematisieren sollte. Leider wurde das Material in der Postproduktion stark verändert, neue Musik und Szenen hinzugefügt, sodass Berlinger seine Idee nicht mehr im Film wiederfand. Zwar war der Film bei einem Budget von 15 Millionen Dollar und einem weltweiten Einspielergebnis von knapp 48 Dollar immer noch finanziell erfolgreich, bei den Kritikern kam er jedoch sehr schlecht an. 2001 gewann er sogar die Goldene Himbeere für die schlechteste Fortsetzung. Was einige vielleicht nicht wissen, wie schon zum ersten Film erschien auch zum zweiten Teil ein Buch zum Film von Autor D.A. Stern, das Akten der einzelnen Charaktere und viele weitere Infos wie Zeitungsartikel und Polizeiberichte enthielt. Kommen wir zur Geschichte.
Bei Blair Witch 2 handelt es sich laut Film um eine Nacherzählung von Geschehnissen, die tatsächlich passiert sind. Im November 99 strömen Scharen von Blair Witch Project Fans nach Burkittsville, Maryland, wo die Handlung des ersten Films spielte. Der obsessive Fan Jeff stellt eine Tour zu den ikonischsten Plätzen auf die Beine und übernachtet mit einer Touri-Gruppe in den Ruinen von Rustin Parr's Haus. Jeff bringt Überwachungskameras an, in der Hoffnung, eine übernatürliche Aufnahme zu erhaschen. Eine weitere Touri-Gruppe erscheint, wird aber von Jeff und Steven nach Coffin Rock fehlgeleitet, da sie das Haus für sich haben wollen. Die Gruppe feiert ausgelassen, doch am nächsten Morgen sind plötzlich die Forschungsunterlagen von Steven und Tristan überall verteilt, die ein Buch über die Blair Witch schreiben, und auch Jeffs Kameras wurden zerstört. Charakter Kim, die hellseherische Fähigkeiten zu besitzen scheint, findet Jeffs Kameraaufnahmen genau an dem Ort, wo 95 das The Blair Witch Project Footage gefunden wurde. Als nächstes erleidet die schwangere Tristan plötzlich eine Fehlgeburt. Im Krankenhaus sieht sie plötzlich ein junges Mädchen, das rückwärts läuft. Die Gruppe besucht Jeffs Haus, um sich die Aufnahmen der Nacht anzusehen. Hier sieht man, dass Charakter Erica, die Tochter eines Pfarrers, nackt um einen Baum läuft, woran sie sich jedoch nicht erinnern kann. Als Kim sie beruhigen möchte, zeigt sie ihr Symbole, die sich nach der Nacht auf ihrem Körper befinden, und sagt, dass alle sterben werden. Nach und nach haben alle grauenhafte Erlebnisse. Kim sieht plötzlich eine Gruppe von Kindern und crasht Jeffs Van, um ihnen rechtzeitig auszuweichen. Als sie aussteigt, sind jedoch keine Kinder zu sehen. Plötzlich können sie Erica nicht mehr finden. Als sie ihren Vater anrufen, sagt er ihnen, dass er keine Kinder hat. Charakter Tristan hat Visionen durch die Augen der Blair Witch und sieht, dass sie vor 200 Jahren an einem Baum gefesselt und von einer Gruppe Kinder gequält wurde. Die schrecklichen Ereignisse nehmen immer mehr zu. Die Gruppe erfährt, dass die andere Touri-Gruppe am Coffin Rock schrecklich entstellt aufgefunden wurde, und auch Erica wird tot im Schrank gefunden. Kim schlägt vor, Jeffs Aufnahme rückwärts abzuspielen, und man sieht, dass die Gruppe, angeführt von Tristan, ein dämonisches Ritual abgehalten hat, bei der auch die Gruppe am Coffin Rock getötet wurde. Sie stellen Tristan zur Rede und Jeff filmt alles, um ihr Geständnis der Polizei vorlegen zu können. Tristan legt sich jedoch einen Strick um den Hals und provoziert Steven so lange, bis er sie in den Tod stürzt. Daraufhin werden Jeff, Steven und Kim an den Morden verdächtigt und von der Polizei befragt. Alle drei behaupten, dass die von der Blair Witch besessene Tristan dafür verantwortlich war, was von der Polizei jedoch widerlegt werden kann. Die Sicherheitskameraaufnahmen zeigen deutlich, dass Kim vor ihrem Autounfall einen Supermarktmitarbeiter umgebracht hat. Außerdem sieht man den nackten Jeff, der Ericas Körper in den Schrank legt. Jeffs Kameraaufnahmen von Tristans vermeintlichem Geständnis zeigen, dass sie um ihr Leben gebettelt hat, lassen ihre Provokation aus, und man sieht, wie sie von der Gruppe in den Tod gestürzt wird. Niemand glaubt ihnen, dass die Aufnahmen falsch sind, und sie werden abgeführt. Am Ende wird darüber berichtet, dass die Täter einer Massenhysterie erlegen sind. Nachdem der zweite Teil vor allem kritisch nicht besonders gut ankam und der Hype extrem abgeflacht war, wurde es sehr lange still um die Blair Witch. Doch 2009 wurde die Produktion eines weiteren Sequels gestartet. Das Team musste jedoch darauf warten, dass Lionsgate Films die Rechte freigab, und das Projekt landete wie so viele Filme in der Entwicklungshölle. Doch 2016 war es endlich soweit, und ein bei der Produktion nur The Woods genannter Film wurde auf der San Diego Comic-Con als neues Sequel enthüllt. Bei dem Blair Witch genannten Film handelt es sich um eine Fortsetzung, die direkt an Teil 1 anknüpft und den zweiten Film ignoriert. Regie führte Adam Wingard, der zum Beispiel für You Are Next, einige VHS-Episoden, Death Note oder ganz frisch Godzilla vs. Kong: The New Empire verantwortlich war.
Obwohl der Film nur mittlere Reviews bekam, konnte er bei einem Budget von 5 Millionen Dollar 45 Millionen Dollar weltweit einspielen. Thematisch geht es um eine Gruppe College-Studenten, die sich zum Black Hills Forest in Maryland aufmachen, um das Verschwinden von Heather Donahue aus dem ersten Film aufzudecken. Kommen wir also zur Geschichte. James Donahue sieht im Internet Videoaufnahmen, die angeblich seine Schwester Heather zeigen, die vor 20 Jahren in Burkittsville, Maryland verschwand. Mit seinen Freunden Lisa, Peter und Ashley macht er sich daher direkt auf, um sie zu suchen. Filmstudentin Lisa filmt dabei alles, um die Suche später als Dokumentation zu veröffentlichen. Auch die Teenies Lane und Talia dürfen dazu stoßen, da sie ihnen die Stelle zeigen können, an der sie die Aufnahmen von Heather gefunden haben. Die Gruppe übernachtet also im Wald und am nächsten Morgen hängen überall komische Figuren an den Bäumen. Wie sich herausstellt, waren Lane und Talia dafür verantwortlich. Also müssen sie die Gruppe zur Strafe verlassen. Der Rest der Gruppe wandert durch den Wald, kommt jedoch immer wieder an ihrem ursprünglichen Zeltplatz an. Ihr GPS funktioniert nicht und Lisas Drohne landet im Baum. Da Ashleys Wunde am Fuß zu stark entzündet ist, übernachten sie erneut am selben Ort. Als nächstes wird Peter beim Feuerholzsammeln von einer Kreatur gejagt und verschwindet plötzlich. In der Nacht hören die anderen immer wieder komische Geräusche und als plötzlich Lane und Talia auftauchen, erzählen sie, dass sie nun seit 5 Tagen durch den immer dunklen Wald laufen. Am nächsten Morgen stellt auch die Gruppe fest, dass es immer noch Nacht ist und überall hängen neue, größere Figuren an den Bäumen. Diese scheinen jedoch mit einem Voodoo-Zauber versehen zu sein, denn als Ashley eine auseinanderreißt, wird plötzlich auch Talias Körper geteilt. In der nächsten Nacht wird das Zelt der Gruppe plötzlich in die Luft gehoben und alle rennen panisch alleine in den Wald. Später sieht man, wie Ashley sich eine Wurzel aus ihrer Wunde zieht, von einem Baum stürzt und aus dem Bild gezogen wird. Zum Ende sieht man, dass Lisa und James die Hütte von Rustin Parr gefunden haben. James glaubt, seine Schwester zu sehen und rennt ins Haus. In einer Ecke sieht man den verschollenen Peter stehen und James verschanzt sich schnell in einem Raum, da er von etwas verfolgt wird. Lisa, die immer noch draußen steht, sieht auch plötzlich eine Kreatur und rennt in den Keller. Hier findet sie einen stark gealterten Lane, der sagt, dass er nun eine Marionette der Hexe sei und Lisa daher in einen Tunnel stößt. Als er sie danach angreift, ersticht sie ihn in Gegenwehr. Lisa schafft es zu James auf den Dachboden, der ihr befiehlt, sich in eine Ecke zu stellen und sich nicht umzudrehen. Die Gestalt betritt den Raum, James denkt jedoch die Stimme seiner Schwester zu hören, dreht sich um und stirbt. Lisa nutzt ihre Kamera, um hinter sich zu schauen und geht vorsichtig rückwärts. Sie hört jedoch erneut James' Entschuldigung für das Ganze, dreht sich um, weil sie denkt, er sei wieder am Leben und wird angegriffen. Wir sehen nur noch, wie die Kamera zu Boden fällt und das Bild wird schwarz. Lange Zeit war es das mit dem Thema, bis 3 Jahre später mit Blair Witch 2019 ein Videospiel von Blooper Team erschien, das von Lionsgate Games gepublished wurde und ebenfalls nur gemischte Kritiken bekam. Die Geschichte setzte im Jahr 96 an, 2 Jahre nach der Handlung des ersten Films. Seit nun 8 Jahren ist also kein neuer Blair Witch-Film erschienen. Doch das soll sich bald ändern. Denn wie Lionsgate dieses Jahr ankündigte, soll zusammen mit Blumhouse ein neuer Teil entstehen. Bisher gibt es jedoch noch keine weiteren Infos und ich bleibe skeptisch, ob man das Material nochmal sinnvoll aufarbeiten kann. Viel Spaß mit den leckeren Rezepten von HelloFresh. Vergesst nicht, euch mit meinem Code HelloHorror einen großen Rabatt auf eure Kochbox zu sichern. Hier geht es direkt zum nächsten spannenden Video und genießt die Furcht.